Jo, wir können anfangen. 30 Sekunden vor der Zeit. Dann überziehen wir nachher auch nicht. Mein Name ist Norbert Klinert. Ich werde den ersten Teil unserer Präsentation machen. Eine kurze Einleitung, was wir unter dem Thema Plattform und dementsprechend dem Machtkonzept verstehen und wie wir es interpretieren und bei uns leben. Und dann wird der Herr Denninger, Tobias, wird noch dementsprechend mal live ins System gehen, damit man so das Look and Feel von so einer Applikation sieht, die letztendlich auf einer Plattform abgespielt wird. Ich habe aus Zufall letzte Woche diese Zeitschrift in die Hand bekommen vom VDMA zum Thema die Zukunft sozusagen des Produzierens, VDMA-Zeitschrift. Da beschäftigen sich damit, dass digitale Plattformen die Wertschöpfungskette verbessern, ne? Also digitale Plattformen, das zeigen wir auch gleich. Und dass künstliche Intelligenz erhöht Produktivität und Kundenbindung. Wohl, wohl. VDMA, großer Verband. Und selbst das Harvard Business Magazin hat in der Februarausgabe auch zum Thema No-Code, Low-Code einen kleinen Beitrag geschrieben. Selbst die beschäftigen sich mit so Themen, die uns hier bei der Produktentwicklung und beim Betrieb von Systemen einfach auch beschäftigen. So, wiederum folgendes. Ich mache kurz die Ausgangspunkte, wo unser Startpunkt war, wo unser Wissen herkommt zu dem, was wir tun in dem Bereich Product Information Management, Media Asset Management und E-Commerce. Ich werde auf das Thema Machprinzipien eingehen. Die habt ihr wahrscheinlich schon ein bisschen was heute gehört. Wer hat schon vom Mach ein bisschen was gehört? Die Hand hoch bitte. Eins, zwei, doch, vier Stück, super, klasse. Das sollte man verstehen, weil das die Schönheit einer Software ausmacht und auch die Möglichkeiten, wie schnell und wie agil man solche Software entwickeln kann und auch in Projekten einführen kann. Das beeinflusst nicht bloß, dass wir möglicherweise besser hosten können oder besser interagieren mit Drittsystemen. Es geht eine Stufe weiter. Das bedeutet auch, dass wir Projekte ganz anders aufziehen können. Und die drei unteren Punkte, Sicht auf Produktdaten bezüglich E-Commerce, PXX-Strategien, E-Procurement werden wir anschneiden in Form von E-Class und dann AI-Workspace werden wir live sehen. So, wo kommt Noxum her? 27 Jahre Erfahrung im Konzern- und Mittelstandsbereich, speziell im Dachumfeld. Kunden wie Audi, KUKA Roboter, Porsche, schöne klingende Namen oder auch Mittelständler wie TTS Tooltechnik, aber auch eine Jura-Kaffeemaschine, die alle sehr komplexe Prozesse auf Informationsmanagement-Basis lösen wollten und von uns gelöst bekommen haben. Da haben wir ein Standardprodukt, das wurde für den Kunden customized eingeführt, beim Kunden betrieben, meistenteils on-premise, weil der Kunde das wollte, aus Sicherheitsgedanken heraus. Und über die Laufe der Jahre kamen dann auch solche Industrie 4.0-Punkte dazu, also IoT-Projekte, wo man dann dementsprechend die Informationen bewegen sollte, die benötigt werden, um eine Entscheidung zu treffen. In dem Bereich unterhalb, in dem grünen Box, war auch klassisch so Hersteller, die Omnichannel Commerce, Omnichannel Publishing machen, auch das, was ihr zum großen Teil tut, wo auch dann Standards wie E-Class, E-Team und so weiter gefordert waren. Und wenn man jetzt mal so einen Kunden wie die Stiftung Warentest sieht, einen 300-Personen-Verlag, die ihr gesamtes E-Business auf so einer Lösung abwickeln müssen, weil sie halt Millionen von Nutzer plötzlich digital bedienen und dementsprechend den Printbereich immer noch parallel fahren müssen, dann kann man vielleicht einschätzen, was da letztendlich an Technologie bei uns vorhanden sein muss. Also eine stabile Welt, mit der wir unser Geld verdienen. Und wir haben irgendwann mal die Entscheidung getroffen, als die ersten Cloud-Systeme verfügbar waren, dass wir da wahrscheinlich nachsteuern müssen und eine weitere Produktwelt aufbauen müssen. Unsere Welt ist ganz klar geprägt durch Standardisierung, durch Normen, die bei uns in Industriefirmen gelebt werden, durch Vorgaben. Die ist geprägt dadurch, dass man immer Übersetzungsprozesse im Zentrum hat, die hochprofessionell laufen müssen. Also Schnittstellen zu Übersetzungswerkzeugen, SDL, Trados und so weiter. Aber auch dementsprechend E-Class als Klassifizierungsstandard. Die waren immer im Mittelpunkt gestanden, auch von unseren Arbeiten für unsere Kunden. Und die Zusammenarbeit mit den Verbänden, um diese Standards mitzugestalten oder sie auch früh einsetzen zu können. So, wenn man so einen Zeitstrahl sieht, wann wir in den Markt gegangen sind und wie sich die Welt verändert hat, gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Das war das Thema AWS und Microsoft Azure, also Cloud-Services, die plötzlich verfügbar waren und die uns ganz neue Modelle des Betriebs von Systemen offeriert haben. Oder auch, die uns Services anbieten, die wir einfach dazu buchen können und verwenden können,
und dementsprechend dann auch wir selber Services dort hosten konnten, um sie dementsprechend zu verkaufen. Und über die Zeit hinweg, so Contentful war einer von den ersten großen Eisbrechern aus unserer Sicht, kamen dann immer neue Konzepte auf, die halt dann diese Cloud-Werkzeuge viel stärker benutzt haben und auch dementsprechend als sie ihre eigenen Anwendungen darauf entwickelt haben. Und irgendwann mal so um die 2019, 2020, die Mach-Allianz, die sagte, das packen wir in ein Manifest. Ne? Wir wollen dementsprechend sagen, wie muss eine Applikation entwickelt werden, dass sie dementsprechend so interoperabel ist und so skalierbar ist, wie wir das brauchen, um E-Business-Systeme zu bauen. Und um die Zeit herum ist auch unser Produkt NovaDB entstanden, auf Basis dieser Mach-Allianz-Vorgaben. Und da gehe ich jetzt mal ein bisschen drauf ein. Also das, was wir heute sagen, ist, wir füllen das Mach-Konzept, gehe ich gleich noch mal etwas stärker drauf ein. Wir sind heute No-Code, Low-Code und Pro-Code organisiert. Bei den meisten Projekten haben wir knapp einen Anteil von 75% No-Code. Eine Person kann so ein System konfigurieren, ohne einen Entwickler überhaupt zu sprechen. Ein Business Consultant kann draußen dementsprechend ein Kanban-Board aufbauen, einfach innerhalb von einem Workshop. Er kann im Prinzip dem Kunden gleich Funktionalitäten zeigen, die der Kunde vorher ja, kognitiv beschreiben musste. Möglicherweise mehrfach. Wer kennt denn die ganzen Prozessablaufdiagramme, wo viel kommuniziert worden? Das kann man heute in der No-Code-Welt sehr leicht selber bauen und anzeigen. Und dann kommt halt noch ein bisschen Visualisierung, Preview-Schichten im Low-Code-Bereich und Pro-Code halt Prozesse zwischen Drittsystemen, die man anstoßen muss. Und das, was wir speziell gemacht haben, sind Anwendungspakete, gehe ich nachher auch mal drauf ein, die den Startpunkt für Projekte anlegen. Ob das ein PIM-Projekt ist, ob das ein E-Class-Projekt ist, ob das ein MAM-Projekt ist, hat man dementsprechend einen Produktumfang. Da sind dann schon Kanban-Boards, Produktstrukturen verfügbar. Da sind aber auch schon Prozesse abgebildet, zum Beispiel Übersetzungsprozesse angegliedert, die innerhalb von 10 Minuten zur Verfügung stehen, wenn man so ein Projekt beginnt. Das Mach-Konzept hatte ich 4 Punkte. Die Buchstaben jeweils kennzeichnen den Begriff Mach. Microservices heißt also, wir haben nicht mehr den großen Monolithen mit seinen ganzen verschiedenen Schichten, sondern wir haben in den Monolithen, den lösen wir auf und machen durch Microservices im Prinzip eine gesamte Prozesslandschaft, die halt bedient werden kann. Vorteil ist, man kann so einen Microservice austauschen, wenn es einen besseren gibt, oder man kann dementsprechend selber Microservices entwickeln, die Connectivity zwischen Drittsystemen organisieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein ERP hat und in dem ERP sollen neue Produkte angelegt werden und über Nacht soll sozusagen das System NovaDB dann diese Produkte übernehmen und auch schon in einen Workflow bringen, in ein Kanban-Board visualisieren oder einer Rolle zuordnen, einer Person eine Rolle zuordnen oder dementsprechend diese Prozesse schon anstoßen, dass jemand eine Information bekommt, Notifications, geht das alles über diese Schnittstellen, die wir da haben. API First ist, glaube ich, einer der Punkte, die am meisten Kosten für den Kunden sparen und am meisten auch, was Personaleinsatz in Projekten einspart. Weil wir die als Self-Service-Basis ausgelegt haben. Das heißt, also, wir wollen diese Schnittstellen gar nicht mehr mit dem Kunden zusammen programmieren. Wir enablen den Kunden oder seine Agentur, dass die letztendlich die Daten aus dem System rausziehen kann oder neue Daten reinspielen kann. Und wir sparen uns die Manpower, die Personen, die letztendlich dann auf das Projekt gebunden werden. Das macht das Ganze etwas günstiger für den Kunden oder möglicherweise effizienter und schneller. Weil der Kunde kann mitarbeiten oder seine Agentur. Bei Headless denken jetzt viele, ja, eine Blackbox, ähnlich wie der InDesign-Server, der irgendwo liegt und dann muss man den mit Templates besteuern. Headless ist so, dass man im Prinzip die Entkopplung von Frontend und Backend hat, aber der wichtigste Part ist, so ein Headless-System sollte steuerbar sein durch Drittsysteme. Wie ich gerade gesagt habe, SAP oder im Warenwirtschaft wird was Neues angelegt und per Zauberhand steuert über die API wird unser Headless-CMS sozusagen ferngesteuert und das Ergebnis ist, der Nutzer hat gleich ein Ergebnis morgens, Kanban-Board ist befüllt, hat seine Aufgaben, die er abfahren kann, ohne dass er im Prinzip dafür was zu tun hat, weil der Service, der über die API das Headless-System ansteuert, kann neue Baustände anlegen, kann sie in Workflows bringen und so weiter. So ein Cloud-Native ist natürlich der große Vorteil von Skalierbarkeit. Horizontal oder vertikal, wie man es braucht, also da unterstützen wir diese Cloud-Systeme. Seit 2009 haben wir damit begonnen.
da waren wir bei AWS und sind dann geswitcht auf Microsoft Azure, weil die einfach sehr viel, was Datenschutzthemen anging und die rechtlichen Themen für Europa sehr früh geklärt hatten und unsere Kunden alle Microsoft schon kennen durch die Office-Welt, Office 365 oder durch Teams. Und damit sind schon die ersten Rahmenverträge oder Cloud-Service mit dem Dienstleister abgeschlossen. So, was bringt uns dieses ganze das Thema? Wir können heute sagen, wir gehen Projekte anders an. Wir können dieses Thema Time to Value, dass ich schon relativ früh Ergebnisse, einsetzbare Ergebnisse beim Kunden erziele, können wir sehr schnell erreichen. Kleines Beispiel dafür. Ein Kunden, den wir wahrscheinlich vor 3 oder 4 Jahren nicht betreut hätten, weil er uns zu klein gewesen wäre, 60 Personen, kommt aus der Not heraus und sagt, ihr habt ein System, wir haben das Problem, wir müssen in 5 Wochen, 6 Wochen, wollen wir unsere neue Produktlinie in den neuen Shop einspielen und wir kriegen das mit den ERP-Daten nicht so hin. Was können wir tun? Und das war wirklich dann so, dass man gesagt hat, okay, wir schicken euch 3 Videos zu, ihr schaut euch an, wie die Importmöglichkeiten sind, ihr schaut euch an, wie die Schnittstellen sind, das ist dokumentiert, ihr schaut euch an, wie dann die InDesign-Kopplung ist, also mit dem Plugin, und dann könnt ihr sagen, ist das ein Werkzeug für euch, und dann machen wir ein POC, und nachdem der Kunde eine kurze Demo hatte, hat er gesagt, wir kommen POC mit den Piloten, weil er muss ja gleich weitermachen, und wir haben innerhalb von 3 Wochen eben das PIM-System hingestellt, er hatte seine wichtigsten Daten, in dem Fall waren es, glaube ich, 400 Produktdaten drin für den Online-Shop und er konnte schon die Agentur, halbe Stunde Schulung auf die Self-Service-API, konnte die Agentur die Daten sich rausziehen und wir waren im Prinzip dann, konnten uns zurückziehen und andere Themen machen. Also es kann auch schnell gehen, einfach weil man halt sagt, wir wollen enablen, dass viele mitarbeiten können. Ich verrate es was, wir mögen nicht Excel, aber der Import wird über Excel Add-in gemacht, das wir entwickelt haben, wo wir über Office 365 die Daten reinbringen und der Kunde braucht diese europäische Stelle, kann er dann irgendwann später auch verwirklichen, wenn er das möchte. So, was macht so eine Plattform, NovaDB als Plattform? Wir haben erstmal eine Grundbasis, die generiert das User Interface, dort wird das Datenmodell gehalten, Jobs Notification, Schnittstellen und Authentifizierung sind so Themen, das die Plattform macht. Und das liefert auch dementsprechend sofort die Schnittstellenbeziehungen. Die sind selbst dokumentiert über Swagger, von dem man technisch denkt. Kennt ihr das? Wo dann ein Entwickler draufgehen kann und sofort lesen, was für einen Datenbestand habe ich im System, wie er die Rechte hat. Welchen Datenbestand, was kann ich alles einspielen, was kann ich alles rausziehen. Und dafür hat man halt dementsprechend solche Self-Service-APIs unten links, wo man lesen und schreiben draufgehen kann. Und wenn man hochperformante Systeme braucht, gibt es noch eine Delivery API, die speziell wirklich Massendaten in ganz, ganz kurzer Zeit ausliefern kann. So eine Hausnummer, 1000 Produkte mit 200 Merkmalen und Grafiken in 2 Sekunden. Das ist halt dann die Cloud-Möglichkeit, mit der wir dann sagen, orchestriert, die Daten werden ausgeleitet, sind verfügbar, der Entwickler ruft sie ab und kann sein Projekt drauf machen. So, dann gibt es Anwendungspakete. Wir werden nachher auch 4 Stück davon sehen. Zum Beispiel PIM, MAM, die wir einfach ins System einspielen und die der Startpunkt für die Projekte sind, die der Kunde vorhat. Wenn er schon MAM hat, braucht er unseres nicht. Dann spielt er die Daten über die Schnittstelle ein und nutzt unser PIM. Wenn er jetzt zum Beispiel noch einen AI-Prozess dazu braucht, dann ist es als paketiertes Werkzeug da, als Anwendungspaket und kann schon für MAM und PIM gleichzeitig verwendet werden, weil die gleich auf der gleichen Plattform verbunden sind. Also wenn ich ein Bild für Bilder einen Prozess brauche, greift er dann über die gleiche AI-Schnittstelle zu, wie als wenn ich im PIM irgendwelche Texte generieren möchte, automatisiert, weil die auf der gleichen Plattform verbunden sind. Und alles, was daraus entsteht, liegt sofort immer an den Schnittstellen an, was auch wiederum Kosten erspart. So, solche Anwendungspakete, auf die gehe ich noch mal kurz ein. Und wenn man dann noch dementsprechend spezielle Visualisierungen braucht, dann kommt das Thema Low-Code, wo dann zeigt nachher auch der Herr Denninger, wo dann dementsprechend noch kleinere Programmierarbeiten gemacht werden. So, und insgesamt sparen wir dadurch Personal beim Kunden. Er ist effektiver mit den Leuten, die er uns zur Verfügung stellt, weil sie relativ schnell zu Ergebnissen kommen. Wir sparen Personal ein. Ja, auch wir müssen mit unserem Personal haushalten. Wir sind schneller bei der Umsetzung und bei der Time-to-Market, bei Time-to-Value-Bereich. Und sparen auch noch Kosten dadurch ein, wenn man die 2 vorderen Punkte addiert. Also Personaleinsatz reduzieren und Zeit reduzieren. So, Anwendungspakete sehen. Wir werden jetzt nachher sehen, Product Information Management, Media Asset Management und E-Class, das ist, glaube ich, ein kleines Beispiel mit dabei.
und den AI-GPT-Workspace. Das sind alles Pakete, die wir einfach per Klickoberfläche hochladen ins System, die dann zur Verfügung stehen und dann noch customized werden können auf einer Klickoberfläche. Also so Anwendungspakete können wir entwickeln, kann unser Partner entwickeln oder unsere Partner entwickeln, kann der Kunde auch selbst entwickeln. Weil das, was man alles konfiguriert auf der Plattform, ist abspeicherbar und wiederverwendbar. So. Kurze Folie zum Thema Konnektoren. Also auch, wir sind hier auf einer Print-Comet-Veranstaltung. Auch Print-Comet hat unsere Schnittstelle benutzt und hat ihr System angeboten. Innerhalb von 2 Tagen war das fertig. Und so können die jetzt Daten zwischen unserem System und ihrem System austauschen und Prozesse anstoßen. Wir haben dazu eigentlich bloß eine kurze Schulung gegeben und dann konnten die Kollegen von Print-Comet es selbstständig tun. Was wichtig ist, Office 365-Anbindung oberhalb, dass wir halt mit einer Authentifizierung aus Office 365 heraus auf das System zugreifen können, Daten austauschen oder Daten aus dem System auslesen, dass ein Produktmanager sagt, ich brauche ein Excel, das ich mir generieren möchte. Das generiert er sich sozusagen über die Office 365-Schnittstelle. Wenn es sein muss, kann er auch mit dem Excel Daten wieder zurückspielen über einen Validierungsprozess, legen die Daten auf den speziellen Layer und schon kann der dementsprechend auch mit, wenn er will, mit Excel mitarbeiten, wenn es zulassen ist. Power BI für klassische BI-Betrachtungen, also die Schnittstelle ist auch schon direkt vorhanden und Active Directory, Adobe InDesign, sowohl mit dem Format, das wir rausrendern, als auch mit dem Plugin, das wir verwenden, das wir entwickelt haben, können wir dementsprechend auch da InDesign bestücken. BMECAD für die Leute aus dem E-Procurement-Bereich, Datenblatt Publisher und RESTful API. So, also der Daniel wird jetzt gleich mal das Zusammenspiel zeigen in der Visualisierungsform, wie wir PIM-Daten gemischt mit möglicherweise PLM- oder Marketing-Informationen sozusagen im Roundtripping nochmal visualisieren können, um zum Beispiel aus dem PXM-Bereich dem anzureichern, ihm Bundle zu liefern, wenn nötig, oder Kundenrezessionen mit einzuspeichern in die Bewertung und in die Ansicht. Reports, gruppenspezifische Content-Entwicklung für PXM-Konzepte, weil die ja im Prinzip oft außerhalb des BIM-Bereichs gelebt werden. Wir brauchen spezielle Daten, um eine spezielle Zielgruppe in ihrem Kaufprozess zu betreuen. Das macht das PXM-Konzept, also das E-Commerce, die E-Commerce-Lösung, der Webshop und so weiter. Und dafür brauchen wir spezielle Daten. Und dieses Zusammenspiel geht durch die Schnittstellen auch sehr einfach, dass wir auch Realdaten ranziehen können aus Drittsystemen. So, und dann halt gewisse Sichten drauf machen, damit der Produktdatenpfleger weiß, wo er noch eingreifen kann, wo Lücken sind, wo in der Qualitätsprüfung noch gewisse Themen auszufüllen sind. Und der nächste Part dann halt, die KI-Anwendung tut sich da anschließen, komplett integriert, auch wiederum keine Programmierung für uns, sondern bloß ein Upload von einem Anwendungspaket. Plus halt die dazugehörigen Kanban-Boards, um es prozessual abzuwickeln. Aber jetzt übergebe ich an dich. Ja, vielen Dank. Und wenn Fragen sind, gerne fragen. Versuchen, bloß im Zeitfenster zu bleiben. So, da ist mein Maus. So, wir haben jetzt mal in den Browser gewechselt, weil NovaDB Software as a Service. Wir befinden uns jetzt in Firefox und sehen das Dashboard von NovaDB. Das wäre so die erste Sicht, die Sie oder Ihr Mitarbeiter bekommt. Wie der Herr Klinert schon gesagt hat, haben wir jetzt in dieser Instanz mehrere Anwendungspakete geladen. Wir sehen zum Beispiel eine PIM-Kachel unten links, eine Media Asset Management Kachel darüber und dann noch administrative und Konfigurationskacheln. Ich werde mit Ihnen jetzt mal zuerst in unser PIM-System schauen. Dafür klicke ich mal in die PIM-Kachel. Innerhalb von NovaDB sind solche Kacheln immer relativ gleich aufgebaut. Wir haben im oberen Bereich Objekte, in der Mitte Strukturen und im unteren Bereich dann Boards, Kanban-Boards, wo dann diverse Workflows dargestellt werden. Um uns mal so ein Produkt anzugucken, haben wir 6 Beispielprodukte in dem System gepflegt. Das sind alles Sachen von Festool. Und da haben wir zum Beispiel einen Akkubohrschrauber. Die Objekte sind bei uns alle in Formulare aufgeteilt. Da auch wichtig zu beachten, dass all das, was in diesen Formularen steht oder das Formular selbst, ist reine Konfigurationsarbeit. Also da hat niemand irgendwas programmiert. Das entsteht bei uns in NovaDB alles auf der Klickoberfläche. Und so können dann recht schnell verschiedene Formulare, wie sie für Ihren Workflow gebraucht werden, erstellt werden.
Hier haben wir auch ein Formular für E-Class. Das heißt, wir können auch in dem System E-Class mit abbilden und dann quasi für BME-CAD weiterverarbeiten. Im rechten Teil haben wir dann den Vorschau- bzw. den Report-Part. Hier kann ich verschiedene Sichten auf das Objekt legen. Wir haben zum Beispiel eine Shop-Produktansicht. So kann der Pfleger dann direkt erkennen, wie das Produkt eventuell im Shop aussieht. Das ist jetzt ein bisschen Low-Code-Part. An der Stelle könnte man auch noch viel mehr Arbeit investieren und quasi ab da schon PDFs generieren, indem man dann auch einen Header hinzufügt oder eine Seitenanzahl und das ganze Layout ein bisschen mehr anpasst. Im rechten Bereich haben wir noch eine Hilfestellung, die gerade im E-Class-Bereich sehr relevant ist, weil ich dann als Pfleger immer genau weiß, an welcher Stelle was zu pflegen ist. Diese Vorgaben kommen auch selbst von E-Class. Die haben wir uns da an dieser Stelle nicht selber ausgedacht. Wir haben noch einen Verlauf, das heißt, ich kann mir zu jeder Zeit anschauen, was an dem Produkt, an dem Objekt verändert worden ist. Ich kann mir die Verwendung angucken, wo überall dieses Objekt verwendet wird. Und ich kann hier gleichzeitig auch noch Diskussionen anstoßen und Mitarbeiter verlinken. Verlinkte Mitarbeiter würden dann hier oben im rechten Bereich Benachrichtigungen bekommen. Hier hinter diesen Links verbinden sich sogenannte Deep Links, das heißt, egal wo der Mitarbeiter im System ist, sobald er da drauf klickt, wird er dann immer dahin kommen, wo er dann gerade gebraucht wird. Ich würde gerade mal reinquetschen, mach mal den Requester kurz weg. Wir sehen es hier in der Mitte E-Class. Das wurde einfach über eine Klickoberfläche wurde ausgewählt, welche E-Class-Pakete wir brauchen für diesen Kundenfall und importiert. Das ist ein Job von 10 Minuten, dann steht einem ab diesem Moment in laufender Fahrt ins System eingespielt, diese E-Class-Funktion zur Verfügung. Dann kann ich beginnen zwischen meiner internen Klassifizierung zu mappen auf die E-Class-Klassifizierung und kann dann über die E-Class ist noch ein BME-CAD, in dem Paket ist noch ein BME-CAD-Publisher mit dabei, kann dann den BME-CAD-Publisher konfigurieren und dementsprechend die Ausleitungen organisieren. Das ist aus unserer Sicht sehr schnell, ja, und vor allen Dingen das System spielt diese ganzen Anwendungspakete, die durchgetestet sind, komplett ab und man hat im Prinzip keinen Testaufwand dafür. Und dass es dann auf dem Reiter liegt, das macht der Konfigurator, sagt, an dieser Stelle ist es für diese Rolle wichtig, diesen Reiter zu sehen. Oder eine andere Rolle sieht bloß diesen Reiter, weil die sich nur mit E-Class beschäftigen. Auch so ist die Oberfläche halt sehr stark rollen- und rechtebasiert und alles drunter managt sozusagen diese Plattform NovaDB, dass das entstehen kann. Spart sich extrem viel Testzeiten bei der Implementierung von diesen Anwendungspaketen, weil sie ja schon angelegt worden sind in NovaDB und bloß noch dementsprechend die Jobs dazu geschrieben worden sind, die halt mit ausgerollt werden müssen. Okay. Genau. Um Ihnen jetzt zum Abschluss nochmal zu zeigen, was wir mit AI gemacht haben, verweise ich nochmal auf ein weiteres Feature von NovaDB und das sind unsere Arbeitspakete. Für die Techniker ist es sowas wie Branches, also NovaDB ist branchfähig. Und hier haben wir jetzt quasi auf dem Datenstand, den wir jetzt noch links ein bisschen ausgegraut sehen, einen weiteren Branch erzeugt, den wir hier jetzt OpenAI genannt haben. Und wie wir jetzt sehen, haben wir auf einmal zwei neue Formulare bekommen, KI-Input und KI-Output. Und diese Formulare arbeiten jetzt mit demselben Datenbestand, aber sind quasi losgelöst vom Default-Branch, also kann ich an dieser Stelle nichts kaputt machen und kann mich jetzt dann quasi in neuen Branches austoben. Das klassische Beispiel ist, wenn Sie T-Shirts herstellen und gerade der Winterkatalog aktuell läuft, aber die Kollegen dann parallel schon an einem Sommerkatalog arbeiten, wo die T-Shirts vielleicht eine andere Farbe und vor allem einen anderen Preis haben, dann können Sie das in einem gesonderten Branch machen und sobald dann der Sommer antritt, wird dann dieser Branch veröffentlicht oder kann dann gemerged werden und mit dem Branch kann dann weitergearbeitet werden. Das ist eine Meldung. Der Branch bezieht sich sowohl auf die Programmierung als auch auf die Daten. Ja. Also der Branch ist immer eine Erweiterung bzw. eine Veränderung und wenn ich mit dem Zustand zufrieden bin, dann kann ich den mir in den Default mergen. Das geht so weit, dass wir auf der Administrationsoberfläche bei Serviceanrufen sehen können, welcher Entwickler, welcher Consultant, welche Änderungen an der Konfiguration vorgenommen hat, damit es nachvollziehbar ist und wir dementsprechend Support leisten können. Also wir verwenden es sowohl auf die Daten als auch auf die Konfiguration. Sommer- und Winterkollektion, dann brauche ich ja schon irgendwie verschiedene Datenbanken oder ich muss in den Datenbanken schon auch hinterlegt haben, dass ich ab dann eben neue Preise habe oder neue Produkte oder so. Ne?
Sie brauchen keine neue Datenbank, es bleibt die gleiche, weil Sie legen bloß eine neue Layer oben drauf und sagen, was verändert wird dazu, es sind folgende 5 Produkte dazugekommen mit folgendem Preis und dann haben Sie einen geführten Dialog, der Ihnen sagt, ich möchte das jetzt gerne mergen auf meinen Produktivstand, also der nachher publiziert werden soll in InDesign oder in dementsprechend im Onlineshop und dann sagen Sie, folgende 15 Änderungen nehme ich an und die hier, die verwerfe ich, die passt noch nicht dran und haben nochmal eine Qualitätsprüfungsebene mit eingezogen. Okay. Genau. Also diese zwei neuen Formulare sind jetzt auch quasi konfiguriert worden. Unsere Consultants haben da ein bisschen rumgespielt auf dem Input-Formular. Das sieht noch nicht so sehr hübsch aus. Da geht es nur darum, dass ihre Redakteure quasi einen Langtext für ein Produkt entwerfen. Und im KI-Output-Formular arbeitet dann die AI und schreibt zu diesem Text zum Beispiel eine Zusammenfassung. Die AI kann auch Schlüsselbegriffe herausfiltern und vor allem Klassifikationen vornehmen. Und das Ganze kann bei uns im Moment über Jobs angestoßen werden. Wir haben dafür dann auch noch eine weitere Vorschau kreiert. Hier kann ich mir dann noch auf Grundlage des Textes weitere Texte generieren lassen. Ich kann verschiedene Schreibstile festlegen. Ich kann mir aber auch eine Sprache aussuchen, in der das Ganze dann sein soll und ich kann selbst noch weitere Aspekte hinzufügen, wie zum Beispiel, dass der Text extra für Amazon geschrieben sein soll oder für eBay geschrieben sein soll und kann mir dann da neue Texte generieren lassen und die dann auch übernehmen für mein einzelnes Produkt. Also die Ability, die das Anwendungspaket schafft, ist A, Input aus Datenfeldern zu übergeben an GPT oder das gewählte AI-Konzept und dann auf den Response zu warten und es wieder zu übertragen in ein weiteres Formular und in eine Historie zu bringen, die dann rechts außen entsteht. Ähnliches, wie man von der Demo-Oberfläche von GPT-3 sozusagen sehen kann, haben wir jetzt im Prinzip abgebildet. Und hier kann natürlich jeglicher Prozess eingebildet werden, wenn man jetzt Bilder umrechnen möchte oder Bilder generieren möchte auf Basis von Schlagworten. Gibt es ja viele kreative Ansätze mit DaVinci und so weiter. Die Ability ist komplett da in dem Anwendungspaket. Die Generierung und Befüllung von den Texten in Textboxen, die man kennzeichnen kann, ist da. Und jetzt kann man beginnen, seine Prozesse aufzubauen. Und da ist es wichtig, die schönste AI bringt nichts, weil wir wollen eigentlich ja einen geführten Prozess haben. Wir wollen ja unsere eigenen Textinformationen irgendwo ablegen, dass die AI nicht auf weltweiten Daten recherchiert, das kann sie ja manchmal tun, aber wir wollen ja eigentlich eigene Firmensprache haben. Und das ist natürlich auch schon unterstützt, indem man einfach sagen kann, die kann schon in seiner eigenen Azure Cloud sozusagen oder Amazon Cloud mit hochgeladen werden, dass die dann verwendet wird als Referenz zur Entwicklung neuer Texte. Und was auch noch wichtig war, sowas macht nicht eine Einzelperson, sowas machen teilweise jemand, bereitet den Text vor, jagt ihn durch die AI, gibt es dann in der nächsten Workflow-Stufe? Vielleicht kann ich mal kurz das Kanban-Board ansagen. Oder war das noch gekommen? Nö, kein Problem. Und dann hat man Workflows dementsprechend und Kanban-Boards, die halt gleich auf diesen Prozess reagieren, die dann eine Kachel auf dem Kanban-Board verschieben. Redakteur hat das Ganze weitergeleitet durch den Prozess, AI hat geliefert und dann verschiebt sich eine Kachel und kriegt dann vielleicht noch eine Priorisierung. Und so kann man dann seine eigenen Workflows für seine AI-Prozesse definieren. Plus halt in Absprache mit den Technologielieferanten, was soll die Cloud benutzen, was soll der AI-Prozess in der Cloud benutzen an Grundlage für die Erstellung der Texte. Das große Spiel macht Spaß. Ja? Ich habe auch diesen Vortragstext, der hier abgedruckt ist, den habe ich mit dem Marketing innerhalb von 25 Minuten erstellt, dann war der fertig. Also Headline plus Text, das dauert mit dem Marketing öfters mal länger. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es aus und es hat funktioniert, das Ergebnis. Und das ist jetzt hier in dem Tagungsband von Print Comet abgedruckt und ist eigentlich zu 90% aus der AI entwickelt worden. Natürlich, die Stichpunkte muss man ihm geben. Aber der Prozess, der eingerichtet wird, kann man schon in diesem Workshop beschreiben und sagen, es gibt einen zweistufigen Prozess, es gibt einen dreistufigen. Erst machen wir mal die deutschen Texte fertig, dann soll das Ganze in Übersetzung und soll dann dementsprechend geprüft und freigegeben werden. Und das läuft alles über Jobs und Triggers. Um Ihnen vielleicht nochmal zu zeigen, also ich weiß, dass jemand hier im Publikum ist, der selbst auch mal ein bisschen codet, weil er das vorhin mal erwähnt hat. Wenn ich mal in die Konfiguration reingehe und mir so eine Jobdefinition anschaue, zum Beispiel zur KI-Zusammenfassung, dann sehen wir, dass NovaDB keine Blackbox ist, sondern ich kann mir hier an dieser Stelle den Job für die KI-Übersetzung bzw. jetzt hier für die Zusammenfassung
selbst zusammenschreiben. Also ich selber weiß jetzt nicht, was dieser obere Teil hier bedeutet, aber zum Beispiel bei der Temperatur kann man die AI beeinflussen, inwieweit die kreativ werden kann. Oder hier steht dann, fasse den folgenden Text in einem Absatz zusammen. Da könnte ich jetzt dann auch reinschreiben, fasse ihn in 2, 3 oder 4 Absätzen zusammen. Und so kann man sich dann den eigenen Job da recht schnell zusammenbauen, ohne dass man wieder großartig Programmieraufwand braucht. Das ist so im Hintergrund der Admin-Bereich, den eigentlich der normale Nutzer nicht sieht. Ne? Also das soll ja nach Vorgaben des Konzerns, der Firma arbeiten. Und deswegen gibt es halt hier mögliche Eingriffsmöglichkeiten. Das Gleiche gilt auch für die Visualisierungen. Wir verwenden hier eine Technologie, die halt JavaScript-basierend ist. Und das spielt auch NovaDB als Plattform ab. Damit ich genau auf die Visualisierung drauf. Ja, wir hatten vorhin die Shop-Ansicht. Shop-Ansicht. Muss jetzt nicht in den Quellcode gehen. Also, aber das hier ist im Prinzip... Hier kann man sehen, wer hat das wann geändert, ne? Sieht, dass es irgendwo eingespielt worden ist. Und hier ist dann im Prinzip für Low-Code-Bereich, nämlich den Quellcode, den ich entwickelt habe, lasse ich ihn hier abspielen und der erzeugt dann eine Visualisierung im rechten Bereich. Auch das machen zum Teil unsere Kunden mittlerweile, weil sie halt ein bisschen SQL verstehen, weil sie ein bisschen Java verstehen und dann können die selber sich ihre Vorschauen rendern. Logisch, oft leiten wir das ein, aber dann das zu erweitern, dass der Kunde mitarbeiten kann, ist in dem Feld sehr einfach und mittlerweile ist das auch bei vielen Kundenprojekten die Anforderung, dass das mitgewirkt werden soll. So, gehen wir mal auf die Schnellansichten drauf. Ich muss auf die Uhr schauen. 31 Grad, wir sind gut in der Zeit. So, da hat man ja die Shop-Ansicht zum Beispiel, wo hier noch Informationen möglicherweise aus dem Drittsystem kommen können. Diese Kundenbewertungen sind natürlich, kann man selber einpflegen, was natürlich nicht der faire Weg ist, um einen Kunden zu beraten. Aber das kann natürlich aus dem Shop-System kommen, dass Leute gesagt haben, der Daumen nach oben, 5 Sterne vergeben. Und das kann natürlich im Live-Prozess direkt aus dem Websystem über die Schnittstelle angezogen werden. Somit kann ich der Content-Pfleger immer auch die Möglichkeit geben, zu verstehen, was draußen über das System diskutiert wird, welche Nutzer welche Kommentare dazu abgegeben haben oder ob es dementsprechend einen Zugriff oder Möglichkeiten gibt zu sehen, wie viele Sterne hat das Produkt bekommen, in welcher Beziehung. Und hier wird natürlich auch in dieser Ansicht natürlich auch dementsprechend solche Themen wie, was hat den Kunden interessiert oder welcher Kunde hat was gekauft, was man von Amazon soweit kennt, könnte man hier auch abbilden. Hier ist es tatsächlich gepflegt, dass man sagt, das Produkt passt mit dem Produkt, also tu es bitte im Cross-Selling anbieten. So schalten wir mal die andere Sicht ein. Und diese Sichten sind wirklich sehr einfach zu implementieren. Hier haben wir jetzt eine reine Produktsicht, die sieht etwas anders aus, wo ich halt mit Reitern arbeite, wo ich die Leistungsmerkmale, die Produktbeschreibungen und dementsprechend dann die technischen Daten halt aufliste. Aber das sind im Prinzip einfach Abfragen auf die Datenbank, die da ermöglicht werden sind und können schnell zur Visualisierung kommen. Vielleicht noch last but not least, Qualitätssicherungsthemen kommen bei unseren Kunden sehr stark. Die wollen halt wissen, kann ich dieses Produkt so publizieren? Und dann kann man wirklich auch mit der gleichen Technologie sagen, ja, sind nach Regeln regelbasiert, sind genug Videos da, sind genug Bilder da, ist der englische Markt, die Übersetzung vorhanden und so und kann sich Sichten drauf geben, mit denen man halt explizit auch nachgucken kann, gibt es einen SAP-Preis zum Beispiel oder einen ERP-Preis, ist da schon eingespielt worden, um halt die Veröffentlichung zu steuern. Gut, wir sind gut in der Zeit. Ja. Ich schaue nochmal ins Auditorium. Gewisse Fragen. Also uns... Sie hatten gesagt, kurz auf den Mammut-Modul noch eingehen wollen. Können ja, wir können wir gerne machen. Dass das aufgebaut ist, konfiguriert ist. Also der Hintergrund bei MAM ist, wir haben bei Großkunden wirklich viele MAM-Systeme angeboten. Die MAM-Systeme wurden zum Teil von einer Abteilung eingeführt und hatten dann die Architektur oder Struktur, die man bräuchte, um halt E-Commerce zu machen oder einen schönen Printkatalog zu organisieren. Oder. Es gab also immer irgendwie dann 2 Projekte. Im MAM-Projekt wurde was gemacht. Und wir haben gesagt, wenn ein Kunde ein MAM hat, das er möglicherweise ablösen möchte, oder hat ein MAM, das einfach für den Einsatzzweck nicht geeignet ist, können wir uns das zur Verfügung stellen. Damit kann man arbeiten. Das ist ein ausgereiftes Thema, was die Asset-Verwaltung angeht. Man hat dementsprechend alle Validierungsmöglichkeiten, die man so aus dem MAM-System kennt. Wir würden aber niemals sagen, wir sind besser wegen Xellum. Keinen Fall. Die machen das so perfekt, so gut. Performance-Thema sind ein paar Punkte. Aber wenn so ein hochrelevantes MAM nicht da ist, können wir im Erstprojekt beginnen mit dem hier. Bis dann die Auswahl getroffen ist oder man sagt, das reicht uns für unsere Arbeiten.
Auch da wieder Time to Value. Man kann schnell Ergebnisse erzeugen und dann später über die Schnittstelle das dann ausgewählte MAM-System einführen und dementsprechend anbinden. Ja. Genau. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Gibt es in dem MAM-System Möglichkeiten zur Bildbearbeitung oder Videobearbeitung oder sowas? Nee, das machen wir über die Referenzen dann halt zu den Adobe-Produkten zum Beispiel, dass die angekoppelt sind oder dementsprechend auch Cloud-Services. Wenn man heute Videothemen sieht, ist halt da auch die Auslieferung von Videos machen wir auch über Cloud-Services. Bei einer Audi zum Beispiel machen wir die gesamte Videoproduktion, also sprich, dass dann Bauchbinden, Sprachaustausch, das schicken wir mit dem Video-Asset, schicken wir noch eine Excel-Datei, wo die Texte drinstehen und ab welcher Minute was oder bei welchem Frame was angezeigt wird. Und dann rendert sozusagen das Cloud-System ein adaptives Video für Endkanäle, also für Endgeräte. Und das macht man heute nicht mehr selbst. Könnte man tun, muss man aber nicht. Es gibt da sicherlich auch Tools, die es anbieten. Wir machen es nicht. Wir sagen, die Verwaltung ist wichtig und dann nimmt man den Service, der ideal zu seinem Projekt passt. Microservice, genau. Also ich denke mal, wir könnten jetzt auch noch mal genauer reinschauen. Also sprich, es ist relativ viel da. Wir machen das ja nicht erst seit 3 Jahren oder so. Wir machen das seit 26 Jahren und haben in Großprojekten das einfach gelernt und wollen auch den MAM-Anbietern, wenn sie da sind, nichts wegnehmen, sondern dann ist die Schnittstelle da, dann kann man das koppeln. Aber oft haben wir halt noch kein MAM, das zum Prozess passt. Und dann sagen wir, können wir uns das zur Verfügung stellen und können damit auch dauerhaft leben.